und herzlich willkommen zu einer Runde Crypt of the Necrodancer. Ein Spiel, das ich mir neulich gekauft habe, was ich ganz cool finde, dachte ich mir, nehme ich mal auf. Es ist ein Hack'n'Slash, Hack'n'Slay, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ziemlich einfaches Prinzip. Ihr hört schon die Musik, ich muss im Takt, also wer das Spiel noch nicht kennt, ich muss im Takt der Musik, kann ich mich bewegen, also jetzt hier im Menü kann ich mich bewegen, wie ich möchte. Um das Spielprinzip zu erklären, ich glaube, ich starte einfach am besten, ich glaube, das ist am einfachsten. So, ihr seht jetzt unten dieses Herz und halt immer, wenn diese Striche draufschlagen, sollte ich mich am besten bewegen. Und das hat das Prinzip des Spiels. Nicht gerade schwer. Ich habe den ersten Dungeon schon mal komplett geschafft. Und wollte jetzt endlich im zweiten. Ich wollte am ersten starten. Weil ich dachte, ja, wenn ich schon mache, dann aber auch richtig. Und wir fangen am Anfang an. So, diesen Münzenmultiplikator. Wenn ich mich vertippe, dann verschwindet er. Und die Dungeons sind zufällig regeneriert. Ups. Das war kacke. Ja, was haben wir hier? Hier zwei Slimes, ein Zombie und ein Skelett. Das Spiel ist ziemlich, also ich finde es persönlich ziemlich cool. Ja, man hat auch noch Items, die man zwischendurch aufsammelt. Zum Beispiel, ich habe ja am Anfang das Breitschwert aufgesammelt. Damit habe ich jetzt eine Range, also von drei Feldern vor mir halt immer. Und der Minotaurus ist ziemlich stark. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Ich habe ihn jetzt zum Beispiel mit der Bombe getötet, weil die Bombe macht, glaube ich, 3 oder 4 Schaden. Also, gerade noch gereicht für ihn. Jetzt habe ich mich vertippt. Ich bin zum Beispiel aus dem Flow. Nein! Ich wollte. Ah, verdammt. So, jetzt wird er doch mal schneller und es gibt immer einen anderen Beat. Man kann auch, was ich wirklich richtig gut finde, ist, du kannst deine eigene Musik mit einbringen. Ich meine, klar, es sollte schon eine Musik sein, die irgendwie einen Beat hat, weil man sonst vielleicht ein bisschen schwer hat, immer mitzukommen. Oh. Die nehme ich, glaube ich, mit. Weiß nicht, was das Monokel bringt. Alle Items sehen. Den finde ich auch ziemlich cool. Allein vom Aussehen her. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an. Jesus, oh Mann. Das war ziemlich dumm. Wie viele Diamanten habe ich? Einen. Mit einem Diamanten können wir. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen. Wir können auch nicht allzu viel damit machen. Man kann sich hier zum Beispiel jetzt bessere Sachen ins Ruhm kaufen. Zum Beispiel hier diese Rüstung. Kostet jetzt 7 Diamanten. Du musst sie halt in einem Lauf bekommen. Weil sonst wäre es zu einfach. Ich brauche zum Beispiel für ein weites Herz brauche ich zum Beispiel schon 12. Und 12 zu bekommen ist schon echt schwer. Also ich bin wahrscheinlich, glaube ich, maximal bei 5 oder bei 6 gekommen. Vielleicht sogar auch 7. Aber 12 ist echt. Im Spiel ist, glaube ich, nicht online. Nein, es ist nicht, leider nicht online verfügbar. Wäre auch ein bisschen kompliziert, glaube ich, irgendwie das rüberzubringen. Ah, ich weiß nicht. Ja, Koop ist natürlich auch möglich. Macht natürlich dann Spaß, mit 2 Leuten an der Tastatur zu sitzen. Man kann es, glaube ich, auch mit Controller spielen. So, ich verlasse jetzt hier und lasse meinen Diamanten zurück. Dim, 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 dim. Oh, fuck. Okay, jetzt geht's wieder. Dim, 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 dim. Ihr merkt schon, ich bin selber sogar vom Versuch, es nachzusprechen, bin ich schon aus dem Flow. Ich habe wirklich kein gutes Rhythmusgefühl, das muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Und unser Münzmultiplikator steht schon auf 3,5. Und das war's. Nice. Ah, jetzt habe ich einmal Missklick gemacht. Wie gesagt, es ist random, also ich kann, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich im gleichen Raum spawnen kann. Wie, das war jetzt relativ simpel. Ach ja, das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Das ist eine Banshee. Die fuckt ziemlich ab, wenn man sie nicht schnell genug tötet. Da war ich gerade im Roll. Was habe ich getan? Oh. Oh, ich habe einen Bogen bekommen. Ich habe mich gelesen und habe mich gemisklickt. Ich hätte einfach rechts gehen müssen. Oh, fuck it. Okay, und zwei Diamanten, damit können wir, glaube ich, auch nichts kaufen. Also mal direkt restart. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Finde ich jetzt schon ziemlich geil. Und Rapier, ist das gut? Hat das mehr Range? Oh, Tatsache. Ich habe jetzt zwei Felder Range. Hey, nein. Ich muss mitnehmen. Mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Mein Freund ist, glaube ich, wieder da oben, oder? Haben wir schon irgendwas kaufen können? Ich kann euch einen kleinen Trick zeigen, wie ihr auch schnell an Geld kommt. Ah, verdammt, Sekunde. Die Gottblöcke können nämlich explodieren. Du kannst sogar, sonst hätte er keinen Lebensleiste, ihn versuchen zu töten. Allerdings ist er ziemlich stark und das würde wahrscheinlich. Oh. Ach, ich glaube, die ist nicht besonders gut, aber besser habe ich jetzt nichts. Es ist schon ziemlich schwer. Also, er one-hitte dich, es ist völlig egal, wie gut du equipped bist. Also, so, zumindest macht es mir den Anschein nach. Wie gesagt, ich bin auch erst bei Dungeon 2 jemals angekommen und weiter nicht. Was steht jetzt genau? Oh ne, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Okay, nice, das ist ein Zauber. Und weiter. Müsste jetzt endlich, glaube ich, eher. Wir können direkt weiter. Das ist ziemlich angenehm gerade. Ja, jetzt kommt der Boss. Der ist nicht ganz so freundlich. Okay, wir. Wir sind nicht annähernd in die Reichweite des Bosses gekommen. Der Drache da ist nämlich nur ein normales Mob. Der ist ziemlich stark. Aber da kann man auch nichts gegen tun. Ich meine, das ist ein Drachen. Nennt mir bitte einen Film oder eine Serie oder ein Spiel, wo Drachen nicht stark sind. Jetzt kommen wir bitte nicht mit Tabaluga oder so. So, ich versuche jetzt noch einmal Zone 1 durchzurushen. Das dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Ich muss mich ein bisschen anstrengen. Der Helm ist ziemlich geil. Ach komm, wir müssen. 40 müssen wir zusammenkriegen. Die kriegen wir. Ihr fragt euch das wahrscheinlich, warum geht da nicht einfach rechts die Tür durch? Leute, das wäre doch viel zu einfach. Warum einfach machen, wenn man es auch schwer haben kann? Okay, wir haben schon mal 10. Ach, wir haben doch die. Scheiße. Wir haben doch unseren Trick. Hab jetzt zum Beispiel hab ich da jetzt gerade gar nicht dran gedacht. So, und jetzt, pass auf. Na, wie findet ihr das? Ich find's total geil. Weil ich jetzt einfach nicht mehr buddeln muss. Und wir kriegen sogar die Steine kaputt. Hier kann ich übrigens nicht weiter, weil das ist Ende der Map. Was eingesteckt, aber ich habe einfach nur versucht, die noch irgendwie zu töten. Nein, ich war dreimal im falschen Rhythmus. Das war mein Tod. Scheiße, wir hatten gerade diesen guten Helm. So, jetzt aber. Ah, die grünen Slimes sind absolut. Oh, nice. Gold bedeutet, also jetzt dieses Goldschwert bedeutet zum Beispiel, dass umso mehr Gold ich besitze, umso stärker das Schwert ist. Ah.
weiß nicht, was mit dem Minotaurus los ist, aber er wird jetzt sterben. Es gibt sogar Cutscenes im Spiel, das habe ich allerdings erst nach dem ersten Dungeon erfahren. Weil ich habe ehrlich gesagt für den ersten Dungeon relativ lange gebraucht. Fuck. Also wenn man ein gutes Rundungsgefühl hat, ist das Spiel total easy. Und wenn man es halt nicht hat, dann muss man schon manchmal tryharden. Und weiter. Das wird schneller. Diese Äffchen, ey. Oh, ist ein Obelisk. Was kann der? Gewinne Items, wenn du Glück hast. Okay, why not? Okay, habe ich nicht bekommen. Wir könnten es jetzt nochmal versuchen. Oh, nein. Das will ich behalten. Einen Try gebe ich dir noch. Okay, no risk, no fun. Nice. Weiß nicht, was es bringt. Aber wir haben wenigstens etwas bekommen. Und wenn man eine Chance hat, ein Item rauszubekommen, gehe ich stark davon aus, dass es wenigstens ein gutes Item ist. Ich bin echt voll im Rhythmus. Okay, das ist meine Hassebene. Ich hab gesehen, die von dem Boss. Die von dem Boss finde ich eigentlich vom Design her ziemlich geil. Ups. Huiuiui, das war knapp. Ja, es gibt. Nein! Wie ihr vielleicht jetzt gerade hört. Ist jetzt gerade der Beat ein bisschen verschändert gewesen, zwar dank diesem Knopf. Dieser Schaltfläche eben. Kommen wir zurück zur Lobby. Ich würde jetzt. Die Daily Challenge ist absolut krank. Man kann verschiedene Charaktere auswählen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier noch. Ne, warte, das ist Candace. Ellie. Die haben auch verschiedene Fähigkeiten. Den Barden. Ich weiß nicht, ob das Bard heißen soll oder ob das der Bade ist. Der Musiker. Ja, Musiker ist ein bisschen übertrieben. Story-Modus. Tja. Was? Nein. Okay. Ja, Candace halt, ne? Die habe ich jetzt gerade schon. Ja. Ich würde mich jetzt mal auf Zone 2 begeben, weil ich jetzt die ganze Zeit in Zone 1 bleiben möchte. Das sieht immer ein bisschen anders aus. Ich finde das wesentlich schwerer als das erste. Das erste war im Gegensatz dazu gar nichts. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Wer soll mit dem Ding einen Namen geben? Was mit Grandpa? Grandpa ist so. Potts. Ich nenne ihn Potts. Die von euch wissen, wen ich meine. Gut so, die anderen. Ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Oh, ich hasse diese Dinger. Sind richtig mies. Ja, natürlich kriegt man umso höher das Level, man ist auch mehr Diamanten. Weil wenn man immer nur einen Diamanten kriegen würde, würde man halt ziemlich lange hier drin stecken. Und ich höre einen Drachen, der kommt von da. Oder ist das ein Pferd? Diese bösen Pferde. Okay, das ist ein Pferd. Das war... Scheiße! Scheiße war das! Damn! Gut. Neustart. Ich weiß leider nicht, was die Pilze bringen. Ich glaube, die sind einfach nur, wenn man stehen bleiben will, zwischendurch mal für irgendein... Bisschen eine Truhe. Ja, wenn ich die Schildtypen von der Seite zerfletsche, sind die sofort. Yo, ist okay. Explodier halt. Scheiß Pilz. Wir sind hier nicht bei Mario, wo die Pilze irgendeinen geilen Sinn haben. Denn hier sind sie absolut süßes. Moin, Potts. Oh, das Rapier hätte ich echt gerne. Reicht das?
Ja, das reicht. Das finde ich jetzt schon ziemlich geil. Das Rapier ist echt cool. Weiß nicht, was besser für das Rapier oder das Breitschwert? Ich glaube, ehrlich gesagt, doch das Breitschwert. Hat mich gerade leicht gefickt. Ja, mich mal natürlich angegriffen. Wenn hier sachlich bleiben. Jo, der macht sogar 2 Damage. Okay, vielleicht ist das Rapier doch besser. Ja, ihr seht vielleicht jetzt gerade sich diese bewegenden Blöcke. Jetzt kann ich euch mal ganz kurz demonstrieren. Ich muss die erst rauslocken, weil sobald ich an denen dran bin, haben die den First Move. Und können mich halt angreifen und in meinem einen Herz hätte mich natürlich sofort getötet. Gut. Der hatte wohl keine Lust. Er kommt wieder. Geh einfach weg. Was bringt das hier? Oh, ich glaube. Ja, kurze Demonstration. Ihr seht unten, dass die Striche jetzt rot sind. Das Lied ist jetzt zu Ende. Wenn das Lied zu Ende ist, werde ich in den nächsten Bereich geportet. Hätte ich jetzt das Lied überlebt, wäre ich im zweiten Dungeon. Ja. Komm, eine machen wir noch. Ein Versuch gebe ich noch. Aua. Wir tun mir weh. Was ist das? Ich weiß auch keine Ahnung, was sie bringen. Schwere Stiefel. Und was hat mir die Bombe jetzt gebracht? Wow. Wow. Noch eine Bombe. Ne, jetzt habe ich. Hä, jetzt habe ich 2. Hatte ich 3? Hatte ich 2? Oder hatte ich. Habe ich jetzt 2 bekommen? Ich habe jetzt keinen Stoff geachtet. Oh Gott. Tja. Und mit einem Knall verabschiede ich mich dann von euch, liebe Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.